Guten Morgen, Leute. Tag 3 meiner Tour und ich melde mich von meinem super Parkplatz. Jetzt ein paar Aufnahmen, wie ich heute Nacht parken musste. Tja, so sieht es aus, wenn man keinen Parkplatz mehr findet und die Schichtzeit so weit überzogen ist und die Fahrzeit auch, dass man einfach keine andere Möglichkeit mehr hat. Ich habe mich hier reingequetscht. Der Parkplatz war komplett voll. Und ja, die Nacht ist um. Keiner hat uns was gesagt. Keiner hat uns geweckt. Fahren wir weiter. Wir haben jetzt noch 44 Kilometer bis zur Grenze. Und ja, ich melde mich dann ein bisschen später. Wir sind jetzt am Grenzübergang Thayngen angekommen und da staute sich jetzt vor dem Terminal. Ich kann aber absolut nicht abschätzen, wie lange das dauern wird. Also laut Google Maps sind wir um die 600-700 Meter jetzt vom Terminal. Ob ich da jetzt eine Stunde verliere, zwei Stunden, keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja, jetzt sind wir wenigstens aus dem Tunnel raus und ich gehe mir jetzt mein Y-Food reinziehen. Wildberry, genau. Also, jetzt probieren wir das mal zusammen. Ich habe es auch noch nicht probiert. Das ist ein neuer Geschmack. Bin mal gespannt. Bin nicht so der Früchtetyp, aber Erdbeeren mag ich. Mir schmeckt es total nach Erdbeer. Das schmeckt gut. Ist wie alle anderen auch. Ist nicht so süß, wie man sich das sonst vorstellt. Also auch die Schoko und Vanille und alles. Also Vanille ist überhaupt nicht süß eigentlich. Aber schmeckt gut. Kaffee, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Es gibt ja auch diesen Kaffeegeschmack. Also ich trinke absolut keinen Kaffee. Überhaupt nicht. Hab nie Kaffee getrunken. Ich weiß, das können sich die meisten von euch gar nicht vorstellen. Aber der Y-Food, der schmeckt mir. Dann habe ich mir gedacht, okay, ich mag ja keinen Kaffee. Und der schmeckt mir. Dann wird der wahrscheinlich Kaffeetrinker nicht schmecken. Aber meine Frau, die trinkt den normal. Und mein, von meiner Frau der Bruder, was ist mein Schwager? Oder weiß nicht. Auf jeden Fall, der trinkt es auch jeden Morgen fast. Also ich denke dann, und es hat, wie gesagt, es hat auch Koffein drin, der Kaffee. Also ist es wahrscheinlich interessant. Ich habe es nicht probiert, aber wenn man jetzt so um 2 oder 3 Uhr aufsteht, mit dem LKW unterwegs ist und dann morgens praktisch in einem Zug Koffein zu sich nimmt und Nahrung, ist eigentlich praktisch. Also wie gesagt, ich wurde wirklich von Y-Food nicht bezahlt, um irgendwie das Video zu machen oder so. Ich bekomme lediglich eine Provision, wenn ihr was kauft über mich, also wenn ihr den Code, den ich jetzt hier einblende, bei dem Bestellvorgang, also unten habt ihr auch in der Videobeschreibung den Link, wenn ihr dann dort den Code eingibt, dann kriegt ihr 10 oder 15% Rabatt. Wie gesagt, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Und ich kriege auch einen Prozentsatz. Also euch kostet es nicht mehr oder irgendwie sowas.
Also wer es versuchen will, soll es mal probieren. Wie gesagt, es ist ein Produkt, was ich sehr gut finde. Wirklich sehr. Also gestern, wer das Video angeschaut, also das letzte Video angeschaut hat, habe ich ja morgens um 6.50 Uhr oder so, also vor 7 Uhr, habe ich den getrunken. Und um 15.30 Uhr habe ich erst zum Mittag gegessen. Gut, ich muss schon sagen, nach 13, 14 Uhr, so nach 14 Uhr habe ich schon richtig eine Krise bekommen. Aber ich wollte es noch bis zum Einkaufszentrum schaffen und dann dort was in Ruhe essen. Aber wie gesagt, das kann man wirklich versuchen, probieren. Probieren lohnt sich. Also endlich drin im Terminal. Wir haben jetzt so eine Stunde circa gewartet, bis wir ins Terminal rein können. Das ist eigentlich ganz okay. Also ich habe befürchtet, dass das auch länger dauern könnte. Ich habe jetzt meine Papiere bei der Spedition abgegeben. Die haben gesagt, ich soll so circa in einer Stunde vorbeikommen. Den Laufschein oder wie das heißt, den habe ich schon ausdrucken lassen. Da schreibt man also die Kilometer jetzt rein und später, wenn man rausfährt, die Kilometer. Und dann wird so die Maut berechnet. Und ja, das war es eigentlich. Also wir haben jetzt noch 126 Kilometer bis zur Abladestelle. Ich denke mal, so knapp 2 Stunden wird es dauern. Und dann hoffe ich, dass ich heute noch abgeladen werde, weil mein Termin ist eigentlich morgen. Und dann, dann fahre ich langsam zurück nach Ravensburg und warte dann bis morgen. Morgen lade ich in Ravensburg, wie gesagt, für Zagreb. Das war es eigentlich so bei mir. Wir sehen uns dann später. Also, wir sind soweit. Wir haben es geschafft. Wir sind in der Schweiz. Ich war jetzt hier seit 2003 nicht mehr. Das heißt, 15 Jahre, genau 15 Jahre war ich nicht in der Schweiz. Jetzt bin ich wieder in der Schweiz. Ich hatte ein bisschen, Probleme nicht, aber ich habe die Papiere abgegeben. Er hat gesagt, komm in einer Stunde wieder. Bin ich nach 45 Minuten circa gekommen. Nach 2 Minuten ruft der Nummer 32. Sag, ja, cool, fertig, alles. Komme ich dahin, sagt er, du musst 80 Euro zahlen. Sag ich, wie, für was? Ja, für die Papiere. Normalerweise, also wir fahren ja relativ viel Schweiz. Wir haben noch nie was gezahlt. Also das ist immer schon alles bezahlt. Dann habe ich gezahlt. Ich dachte, jetzt gibt er mir die Papiere. Nee, jetzt gehe ich erst die Papiere machen. Komme in einer halben Stunde wieder. Aber wir waren um 8.10 Uhr an der Grenze, jetzt ist es 5 vor 11, das heißt 2 Stunden 45. Ich bin mehr als zufrieden. Laut Navi sind wir um 12:30 dort. Ich rechne jetzt einfach mal, dass wir bis 1 bei der Abladestelle sind. Bis 2 habe ich gestern eigentlich geplant, dass wir so gegen 2 dort ankommen könnten. Termin, wie gesagt, ist zwar erst morgen, aber ich hoffe irgendwie, dass die uns doch heute noch abladen. Wenn nicht, dann, dann laden wir halt morgen ab. Kann man nichts machen. Tja, wie ihr seht, sind die Kameras doch da. Und zwar habe ich jetzt noch mal mit meinem Anwalt gesprochen. Und er hat mir Folgendes gesagt. Also es hat jetzt ein bisschen gedauert. Also erstmal die ganze Situation, das ganze Rechtliche,
weiß noch niemand genau, es ist ja nicht, dieses Gesetz ist ja nicht gemacht für YouTube oder so, sondern mehr für die Großen wie Facebook und so. Wenn sie eure Daten nehmen, E-Mails, Spams, Spam, dann ihr, die E-Mails, also den Folder voll Spam und so Sachen. Und aber das Gesetz tut dann auch uns damit, also uns YouTuber, ein wenig Schaden. Und zwar, eigentlich darf man Fahraufnahmen machen, wenn es nicht explizit geschieht, um jemanden zu schaden oder so, Schaden, oder wenn keiner Schaden nimmt. Also wenn du jetzt ein klassisches Dashcam-Video machst, das ist nicht das gleiche, wie wenn zum Beispiel ich die Kamera hier hin tue, die dann mich aufnimmt, ich praktisch ja, im Plan bin und da noch andere zufällig vorbeifahren oder so. Das gleiche ist mit den Außenkameras. Ich habe die ja so gerichtet, dass man den LKW und den Auflieger sieht. Dann, wer da vorbeifährt, ist halt, sagen wir mal, nebensächlich. Die ganze Situation ist, wie gesagt, nicht 100% rein. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das passt schon, das ist 100%. Aber was mir auch wichtig war, ist, dass diese enormen Schadensersatzsummen und so, von denen man redet, dass die in diesen Fällen halt nicht haften. Jetzt habe ich halt mehreres herausgefunden, wenn dich dann jemand anzeigt oder so. Erstmal muss er mit einem Grund, also das kann nicht jetzt irgendjemand, sondern es muss jemand vorweisen, dass ich ihn mit dem Video praktisch geschädigt habe. Also dass ich ihn aufgenommen habe. Also es kann jetzt nicht jeder Beliebige kommen, wo ich ein bisschen Angst hatte, weil es gibt ja so ein paar Deppen im Internet, sondern es muss schon gezielt geschehen. Und zwar, weiß nicht, ich sage jetzt mal ein Beispiel. Du bist am Vorbeifahren, hast du mich und meine Geliebte aufgenommen, meine Frau hat Wind bekommen und jetzt habe ich Probleme und jetzt tue ich dich verklagen oder wie auch immer. Also es ist nicht so einfach, wie ich das erstens gedacht habe oder wie es mir erstens gesagt wurde. Deswegen mache ich jetzt so ein paar Videos von außen. Ich hoffe, die neue Perspektive vom Tacho gefällt euch auch. Und ja, also das jetzt hauen wir einfach mal ein paar Fahrvideos raus. We'll be right back.
Also Leute, wie versprochen, mache ich so ein Trucker-Essen. Und zwar, das sind Fertigsachen, so ein Riesenschnitzel. Normalerweise kaufe ich das immer schon paniert. Also nicht so verpackt, sondern frisch beim Metzger. Das gab es jetzt diesmal nicht, ist auch egal. Ich hoffe, das ist nur nicht dieses Gehackte. Dann Eierspätzle und fertige Soße. Das war's eigentlich. Und jetzt zeige ich euch, wie ich da in ein paar Minuten mir was Schönes zu essen zauber. Erstmal machen wir die Pfanne richtig heiß. Jetzt geben wir Butter dazu. Man kann auch Öl nehmen. Ich mache es lieber mit Butter. Und jetzt kommt der Schnitzel dazu. Passt gerade noch so rein. Also in der Regel muss man die Schnitzel nur erhitzen. Wenn ihr jetzt direkt vom Metzger eins kauft, also vom Metzger paniert, dann müsst ihr es definitiv besser braten, weil das ist ja schon vorgebraten. Nach circa 3 Minuten kommt noch Butter dazu und dann die andere Seite, bis es halt so goldbraun ist, sagen wir mal. Jetzt ist der Gaskocher nicht ganz eben, deswegen geht das Öl in eine Seite, aber dann kann man das entweder die Pfanne drehen oder das Schnitzel drehen oder wie auch immer. Das Schnitzel ist jetzt fertig. Das holen wir auch gleich raus auf den Teller. Und das Fett lassen wir jetzt. Da kommen die Spätzle rein. Und zwar jetzt ist hier ein halbes Kilo. Das ist zu viel. Deswegen jeder, wie es ihm passt, aber also nicht mehr als die Hälfte, denke ich. Oder weniger als die Hälfte reicht. Also jetzt kommt die Soße dazu. Ich habe jetzt so eine Pfannen-Sahnesoße, aber das kann jeder natürlich nach seinem Geschmack. Also das ist definitiv fertig. Das ist ja wie gesagt alles schon vorgekocht. Also Leute, der Tag ist fertig. Ich habe jetzt wirklich gut gegessen. Das Schnitzel hat mich, weil ich habe so ein verpacktes Schnitzel gekauft, Wiener Schnitzel. Ich dachte, also Wiener Schnitzel nach Wiener Art, Schweineschnitzel nach Wiener Art. Und ich dachte eigentlich, vielleicht ist das drin, dieses Gehackte und so. Nee, das war wirklich ein ganz normales, also hat wirklich gut geschmeckt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein Video reinstelle, wie ich das gemacht habe, weil irgendwie, erstmal ist schon Nacht geworden, zweitens, ich konnte es irgendwie nicht gut aufnehmen, drittens, ich habe immer so einen Stuhl, so einen kleinen Klappstuhl mit, den habe ich irgendwie vergessen, keine Ahnung wie, warum, auf jeden Fall habe ich den nicht hier, ich habe alles durchsucht und ja, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich das reinstelle, ist aber auch egal. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Und ja, bis morgen. Ich gehe jetzt schlafen. Also, gute Nacht.